Im Sommer 1933 lässt das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda kameragerecht SA-Männer am Brandenburger Tor aufmarschieren. Für einen Spielfilm wird die Nacht nachgestellt, in der Hitler am 30. Januar 1933 in Deutschland die Macht übernahm. Erst wenige Monate ist das Dritte Reich alt, als die Nazi-Führung ihre eigene Geschichte zu glorifizieren beginnt. Hitlers Herrschaft währte 12 Jahre, 3 Monate und 9 Tage. Sie begann mit großen Hoffnungen und beispiellosem Jubel und endete nach einem Weltkrieg mit mehr als 50 Millionen Toten, der Zerstörung Deutschlands und dem Völkermord an den europäischen Juden. Das Brandenburger Tor, Wahrzeichen der deutschen Geschichte im Herzen Berlins. Es symbolisiert Glanz und Gloria Preußens, genauso wie die Teilung und die Einheit 1989. Hier marschierten die Soldaten in den Ersten Weltkrieg und demonstrierten streikende Arbeiter 1918 und 1953. Am Abend des 30. Januar 1933 feierten die Nazis am Brandenburger Tor die Übernahme der Macht in Deutschland. Als größtes Hindernis auf Hitlers Weg zur Kanzlerschaft erweist sich im Sommer 1932 ausgerechnet der greise Reichspräsident. Paul von Hindenburg ist kein Verfechter der Demokratie, hält aber die Nazis für vulgäre und gefährliche Sozialisten. Weil die demokratischen Kräfte keinen aussichtsreichen Bewerber aus den eigenen Reihen präsentieren können, haben sie den 84-jährigen Weltkriegsgeneral bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr als ihren Kandidaten aufgestellt und gegen Hitler und die Rechte ein letztes Mal obsiegt. Filmaufnahmen einer Parade des Stahlhelm, einer paramilitärischen Vereinigung rechtsgerichteter Kräfte. Obwohl reaktionäre Politiker wie Reichskanzler Franz von Papen mit den Nationalsozialisten in der Harzburger Front zusammenarbeiten, gibt es zu dieser Zeit keine Aussicht auf eine gemeinsame Regierungskoalition in Berlin. Die Rechte weist die alten preußischen Eliten auf ihrer Seite. Hindenburg und Papen haben gemeinsam den Reichstag entmachtet und die letzten Bastionen der Demokraten eingenommen. Eine Kanzlerschaft Hitlers wollen sie um jeden Preis verhindern. Mit dem Slogan Hitler über Deutschland ist der Führer im Wahlkampf überaus erfolgreich. In Anlehnung an amerikanische Vorbilder setzt sein Propagandachef Joseph Goebbels modernste Mittel im Kampf gegen die Demokratie ein. Mit einer von der Lufthansa gecharterten Maschine fliegt Hitler binnen einer Woche 20 Städte an und erreicht so Hunderttausende seiner Anhänger. Die Einschränkungen des Versailler Friedensvertrages, Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit treiben den Nazis die Wähler zu. Bei den Präsidentschaftswahlen ist Hitler noch unterlegen. Doch die Reichstagswahlen im Juli 1932 bringen den Nazis 37% der Stimmen. Hitler mobilisiert die Massen. Aber noch ist seine Bewegung nicht stark genug. Auch in Eberswalde verkündet der Führer sein radikales Programm. Wenn die ganze Kraft der Nation zusammengerissen wird, die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen.
Ich habe hier eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Wir haben ein Ziel uns gewählt und Verfechter des Fanates rücksichtslos bis ins Grab hinein. Im Rundfunk dürfen Parteien keine Werbung machen. So lässt Joseph Goebbels Wahlkampfspots fürs Kino herstellen, mit sich selbst in der Hauptrolle. Wir glauben daran, dass das Volk nur insgesamt mit der Zusammenballung all seiner Kräfte die Not überwinden und das Unglück wenden kann. Und darum appellieren wir an das Volk, Bauern, Arbeiter, Bürger und Soldaten marschieren heute hinter den Fahnen Adolf Hitler. Ein ganzes Volk legt das feierliche Gelöbnis ab, bis hierher und nicht weiter. Ein ganzes Volk ist entschlossen, das System zu brechen. Ein ganzes Volk will weg mit den Männern des Systems. Und weg mit den furchtbaren Folgen ihrer Politik. Der permanente Wahlkampf wird zum größten Hindernis für die Nazis. Bei erneuten Reichstagswahlen im November 1932 müssen sie Stimmenverluste hinnehmen. Joseph Goebbels notiert in sein Tagebuch: Wir haben andere Krisen überwunden und sind siegreich hindurchgegangen. Was heute unpopulär ist, wird morgen populär. Seit Sommer 1932 ist Hitlers alter Weggefährte Hermann Göring Reichstagspräsident. Inzwischen hat seine Meinung auch bei vielen rechten Kräften im Parlament großes Gewicht. Binnen weniger Monate gewinnt Göring die Unterstützung führender Militärs und führt hinter den Kulissen Verhandlungen. Doch Hindenburg bleibt stur. Wieder soll Hitler nur Vizekanzler unter Papen werden, doch dem verweigert er sich brüsk. Sein mächtigster Rivale in der eigenen Partei ist der Wortführer des sozialistischen Flügels, Gregor Strasser. Die Konservativen versuchen, ihn zum Eintritt in eine Koalition zu bewegen. Der Plan scheitert, Strasser muss seine Parteiämter abgeben. Jetzt bleibt dem starken Mann der Rechten, Reichswehrminister Kurt von Schleicher, nichts anderes übrig, als eine Minderheitsregierung unter seiner Führung und ohne die Nazis zu bilden. Schleichers Kanzlerschaft währt nur kurz. Am 27. Januar 1933 muss er zurücktreten. Jetzt gibt Hindenburg seinen Widerstand auf und ist bereit, Hitler die Kanzlerschaft zu übertragen. Eingebunden in ein Kabinett von nationalkonservativen Politikern. Ein Versuch Schleichers, die Regierungsbildung mit falschen Gerüchten über ein neues Kabinett Papen und einen bevorstehenden Militärputsch im letzten Moment zu verhindern, schlägt fehl. Hitler hat nicht nur die Kanzlerschaft gefordert, sondern auch weitreichende Vollmachten. Ein Ermächtigungsgesetz müsse ihn von Reichstag und Präsident unabhängig machen. Am Abend des 29. Januar meldet Göring: Alles perfekt. Am nächsten Morgen, dem 30. Januar 1933, verlässt Hitler unter dem Jubel der Anhänger sein Domizil, das Hotel Kaiserhof. Um 11 Uhr soll er in der Reichskanzlei zum Regierungschef ernannt werden. Eine Viertelstunde vor dem Termin beim Reichspräsidenten sind offenbar noch nicht alle Unstimmigkeiten beseitigt. Hitler verlangt Neuwahlen. Franz von Papen und der konservative Pressezar Alfred Hugenberg lehnen ab. Erst kurz vor dem Betreten der Gemächer Hindenburgs geben sie nach. Es ist soweit, schreibt Joseph Goebbels in sein Tagebuch. Wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler, wie im Märchen. Ergebnis? Frick ist Reichs-, Göring preußischer Innenminister. Papen Vizekanzler, Selte Arbeitsminister. Das sind Schönheitsfehler. Müssen ausradiert werden.